Ja, am Ende des Jahres 2018 schauen wir auch zurück auf den ersten Wiesbadener Glückstag. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich bin der Meinung, dass vom ersten Wiesbadener Glückstag eine ganze Menge an Impulsen und Ideen größerer und kleiner Natur entstanden sind, die gut für die Stadt sind. Es geht natürlich um mehr Mitmenschlichkeit, um mehr Gemeinsamkeit, ja, durchaus auch um mehr gemeinsames Erreichen für die Stadt. Also wenn es nach mir ginge, wäre es schön, wenn wir die Idee des ersten Wiesbadener Glückstages aufnehmen könnten und daraus eine ganze Reihe Wiesbadener Glückstage werden ließen. Also ich würde mich freuen, ganz konkret 2019 gemeinsam mit Ihnen den zweiten Wiesbadener Glückstag begehen zu dürfen, um weiterhin gute Ideen für die Stadt gemeinsam zu entwickeln und sie nicht nur zu entwickeln, sondern auch eine Möglichkeit finden, diese dann auch umzusetzen. Für mehr Mensch in Wiesbaden. Ich fände es klasse. Mal schauen, ob es klappt. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ich finde, dass das eine tolle Idee ist und dass Sie schon ganz viele Projekte aufs Gleis gesetzt haben. Und Glück ist natürlich eine höchst individuelle, persönliche Sichtweise, die jeder auch ein bisschen anders definiert. Aber glückliche Menschen sind nett zueinander und gehen vernünftig, wertschätzend miteinander um. Und bei uns ist das Glück kein Staatsziel, wie im ostasiatischen Staat Bhutan. Da steht es gar in der Verfassung drin, dass Glück Staatsziel ist. Aber ich glaube, wenn das glückliche Menschen auch anderen Menschen gut tun und deshalb ist es einfach sinnvoll zu sagen, lasst uns doch darum bemühen, das Gute im Leben zu sehen. Das Glas ist ja nie ganz voll oder ganz leer, meistens ist es was dazwischen und was wir daraus machen, hängt von uns ab und deshalb finde ich die Idee gut, dass sich jeder vornimmt, sozusagen die Dinge, die ihn glücklich und zufrieden machen, sozusagen in den Vordergrund zu stellen und damit ein Stück weit mehr Lebenszufriedenheit herzustellen. Und davon profitieren schließlich alle. Glück gehört dazu und steuert sich alles weiter. Aber ich stehe jeden Morgen auf, gehe persönlich gerne zur Arbeit und gehe abends zufrieden ins Bett. Und das ist, denke ich, das, was jeden, auch was ich meinen Kindern immer sage, nur das zählt. Alles andere, was man aus Geld Dingen macht, das kann nicht erfolgreich werden. Aber wenn man was aus Leidenschaft und Idealismus tut, dann wird es dementsprechend auch irgendwann belohnt werden. Mit den Leuten sozial und nett miteinander umzugehen, so wie sie auch aufgewachsen sind. Und viel Liebe in die Dinge zu investieren und auch in Menschen zu investieren. Es lohnt sich immer, Liebe zu geben. Das kann nichts Verkehrtes sein. Wir machen nur Good News, keine Bad News. Und versuchen natürlich hier gerade in diesem Bereich einiges zu bewegen, um hier in Wiesbaden diese Stadt nach vorne zu bringen. Das ist für mich eigentlich eine der wesentlichen Antriebsfedern. Also, jeder hat das verfassungsrechtlich gesicherte Glück auf seiner Seite. Macht was draus, bewegt euch. Für mich finde heraus, was dich glücklich macht und dann wiederhole es. Wenn du dich um Leuten umgibst, die für jeden Problem eine Lösung haben oder für jede Lösung ein Problem, dann wirst du immer Probleme im Leben haben. Deshalb denk einfach positiv und das wird schon. Ich habe keine Lust mehr im Regen zu stehen und immer nur der Blödmann zu sein. Ich will keinen Frieden, ich will meinen Krieg und diesmal werde ich der Sieger sein. Dem Glück einen Schritt entgegengehen muss. Also man muss sich dafür entscheiden und Sie haben ja auch die Bewegung mit dabei. Für mich ist Sport auch ein ganz wichtiger Glücklichmacher. Ja. Also wenn das Herz schlägt, wenn der Atem durch einen durchströmt, das ist für mich, wenn man sich lebendig fühlt, das ist für mich auch Glück. An Träume zu glauben, Träume zu leben, Träume zu haben. Macht euch eine kleine Liste, was für Lebensträume ihr habt. Erstmal ein Ziel haben, ein festes Ziel, und den Weg mit Freude gehen. Ja, das steht ja auch in der Bibel. Und auf jedem Weg immer Stolpersteine auffinden, egal wer da also losläuft. Wir haben 10 Starter und alle bekommen gleich viele Stolpersteine. Die Stolpersteine sind die einzige Gerechtigkeit, das sind im Grunde genommen die Wachstumssteine. Jeder Stein will erlöst werden, geliebt werden, umarmt werden. Nicht drüber steigen oder mit Gewalt irgendetwas beseitigen, sondern in Liebe auflösen. That's what we want in our life, you know. Morning till night, whatever act we are doing in our day-to-day life, the ultimate aim is the joy, the happiness. That's what we are all seeking for. Sowohl das Ziel ist, genau zu dieser Ruhe zu kommen, aber auch jeden Tag der Weg. Also man muss es, glaube ich, praktizieren. Also immer wieder mit der eigenen Einstellung und mit der eigenen Handlung sich immer wieder rückbesinnen und dann
klappt es mal mehr oder mal weniger gut. Und genauso ist es mit dem Glück. Jeder weiß, wie er glücklich werden könnte. Jeder weiß es. Mhm. Aber er verhält sich genau diametral. Mhm. Ja? Und was kann ich kleines Licht eigentlich tun, um in dieser Welt etwas zu verändern und den Menschen helfen, ein bisschen glücklicher zu sein oder vielleicht auch selbst dabei ein bisschen glücklicher zu werden? Und manchmal fragt man sich ja, was kann ich kleines Licht eigentlich dabei tun? Aber genau darauf kommt es an, nicht sich kleinreden zu lassen, sondern zu sagen, aus vielen kleinen Lichtern wird unsere Welt fröhlich und hell und gut. Würde ich beschreiben, dass man im Moment leben muss. Also, dass man im Moment leben muss und dass man auch den Moment genießen muss, egal wie klein er ist. Also, wenn ich jetzt abends mit meiner Familie esse oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, auch große Sachen, wie wenn ich jetzt auf Reisen bin, sollte man auch alles genießen. Ein großer Vorteil ist es, Fehler, aus denen man lernen kann, früh zu begehen. Mhm. Es ist kein Unglück, wenn man hinfällt. Mhm. Man darf nur nicht liegen bleiben. Mhm. Und da es unvermeidlich ist, dass man auf dem Weg ins Erwachsenendasein das ein oder andere Mal auch strauchelt und hinfällt, ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich klar zu machen, das passiert jedem, das gehört zum Leben. Mhm. Und wenn man kann, soll man aufstehen und weitergehen. Und das Glück wartet im Zweifel hinter der nächsten Ecke. Das heißt, glücklich sein heißt nicht immer das Beste zu haben, sondern aus allem das Beste zu machen. Ich denke, das passt zu dem Tag. Und das Zweite unterstützt meinen Tipp für die Jugendlichen, dass man selbst, es könnte noch drüber stehen, Selbstdenken ist fast wie googeln, nur krasser. Also Glück ist für mich auch immer irgendwas, wenn man ein Projekt angeht und es umsetzt, sage ich einfach mal. Und Glück ist natürlich auch, wenn Dinge, sage ich mal, ins Laufen kommen oder auch erledigt werden. Und ich habe heute Morgen zu einem Mitarbeiter auch wieder gesagt, komm, 80% des Erfolgs ist einfach mal machen. Dass dieser Vers, dieser Spruch, jeder ist sich seines Glückes Schmied, mhm. ist, glaube ich, etwas, was jeden trifft. Mhm. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir sind selber ein Stück weit eben auch aktiv beteiligt, unser Glück selbst zu finden und selbst zu gestalten. Und das ist eben dieses Thema, dass man eben auch in seinem Freundeskreis beispielsweise, im Familienkreis eben tatsächlich dafür sorgen kann, dass man auch ab und zu mal ein Lächeln produziert. Ja. Und eben dann auch mal Danke sagt, was eben heute auch nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Und wenn man das schafft, glaube ich, hat man ein glückliches Leben, welches man führen kann. Also insofern ist das tatsächlich mein Glücksbegriff. Und ich finde das mit dem Glückstag deswegen eine positive Geschichte, weil die Wiesbadener sind im Gegensatz zu anderen Städten mit ihrer eigenen Stadt immer unwahrscheinlich kritisch. Mhm. Das heißt, der Wiesbadener sieht als erstes mal den Dreck und nicht das Saubere. Mhm. Er findet in irgendeinem Punkt immer etwas Negatives dort. Und vielleicht ist das so ein Beitrag dazu, dass es ein bisschen so zu einer Bewusstseinsbildung anderer Art kommt. Man darf nie zurückblicken und sagen, ach, war das eine scheiß Zeit, sondern aus jeder Zeit habe ich etwas mitnehmen können. Mhm. Und selbst wenn es vordergründig die falsche Berufswahl zunächst war, ja. oder das falsche Studiengang oder was auch immer, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Letztlich ist das Wichtigste, man geht seinen eigenen Weg und lässt sich nicht zu sehr manipulieren. Mhm. Glück braucht Mut und es gibt keinen Fahrstuhl ins Glück, man muss die Treppe nehmen. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, dass man vielleicht nicht unbedingt auf dem bequemsten oder mit dem Weg der Bequemlichkeit das Glück findet, sondern das A, ein bisschen selbst suchen muss, aber dann auch relativ schnell erkennt, was einen glücklich macht und was man vielleicht auch verändern muss, um noch glücklicher zu sein. Happiness, I feel, is our very nature. Mm-hmm. When we are free from stress and mistrust and smallness in the mind, we are happy. You see, to be unhappy, you need a reason. But to be happy, you don't need a reason. And you know, when you are hungry, you go to a restaurant. Uh-huh. When you want to do exercise, you go to a gym. Yeah. And you want to swim, you go to a swimming pool. Mm-hmm. But you don't have a happiness center everywhere. What our society needs is like a restaurant, we need happiness centers all over. Yeah. When you are unhappy, you go there, sit, you do some breathing, you get some counseling from a proper counselor, from a teacher, learn something, drop all your negativity and go positive. So we need such oxygen parlors, where you get happiness and go. Das ist von Ernst Bloch, der heißt ganz schlicht, wir sind, aber wir haben uns noch nicht, darum werden wir erst. Und das bedeutet für mich, wir sind auf einem Weg,
wir sind im Bewusstsein, dass wir es auch sind. Und es ist die wunderbare Möglichkeit für alle zu werden, also sich zu entwickeln. Mhm. Und das kann man über das Glück sicherlich auch sagen. Glück ist ja in uns selbst, und so wie Liebe und auch Freude. Und deshalb würde ich Glück jetzt nicht so beruflich einsortieren, mhm, gerne, oder an Personen anhängen, mhm, sondern wir können Glück in uns selbst finden. Und das vor allen Dingen, wenn wir einmal zur Ruhe kommen, in uns hineinhorchen und im jetzigen Moment auch leben. Mhm. The present moment is a gift from God. Mhm. And so it's named the present. Mhm. Und das ist wunderbar. Mhm. Ja. Manchmal will man vor allem weglaufen und das Handtuch schmeißen. Und dann passieren immer wieder Dinge, wo man weiß, es muss etwas Höheres geben. Mhm. Ne? Und das animiert mich auch, immer weiterzumachen. Mhm. Und ich denke, es kommt auch alles Gute wieder zurück. Ne? Mhm. Mhm. Deswegen ist Psalm 23 für mich mein persönlicher Weg. Aha. Glück ist für mich die Basis des Lebens. Mhm. Und zwar sowohl beruflich als auch privat. Und ich glaube, es braucht auch einen Ausgleich. Es muss beides vorhanden sein. Liebe und Freundschaft, mhm, ist sehr, sehr wichtig. Sport spielt eine große Rolle. Mhm. Und was auch eine große Rolle spielt, ist mein Glaube. Ich muss gleich dazu sagen, meine schwierigsten Phasen waren die Phasen, aus denen ich am allermeisten für dieses Leben gelernt habe. Und ich glaube, das geht auch so weiter. Mhm. Die Zeit gemeinsam miteinander zu verbringen, schöne Erlebnisse zu haben, einfach ja, selbstbestimmt Sachen zu machen. Ich denke, Glück ist auch definitiv, also man ist sich ja vielfach seines Glücks gar nicht bewusst. Und wenn Sie so eine Frage stellen, dann hat es ja auch also einen tieferen Sinn und eine große Bedeutung. Und ich glaube, so das Glück ist auch in einer Wertegemeinschaft wie unserer heutigen leben zu dürfen. Und auch Momente, wie wir sie jetzt gerade verbringen, auch mit Anlässen, wie Sie sie vorhaben, teilen zu dürfen. Und sich glücklich zu schätzen. Und ich glaube mal, da ganz maßgeblicher Punkt ist, gesund und zufrieden zu sein. Gemach, mein Freund, ich stecke in Dornen. Aha. Ja, als Ausdruck der Gelassenheit oder Gelassenheit als erstrebenswertes Ziel eines Menschen. So vielleicht sogar die höchste Art und Weise, der Mensch, der am gelassensten ist letztendlich, ja, ist wahrscheinlich auch am Ende der erfolgreichste, der glücklichste, der für sich selbst zufriedenste. Bei mir ist es immer kurz und knackig. Gib alles, nur nicht auf. Das ist so mein Motto. Und ja, das passt auch zum Sport. Und nach diesem Motto lebe ich. Denn ein Glücksgefühl, wie ich schon sagte, hält nicht ewig an. Mhm. Bewusst das erleben. Und dann hat man auch die Kraft für Momente, die vielleicht nicht so schön sind. Mhm. Okay, happiest to me is being satisfied. What I have and having being healthy to start to, most importantly to me, to be happy is to be healthy and to be satisfied with what I have in life. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt den nachwachsenden Generationen da so viel vormachen müssen. Ich habe, mhm, sehr viele junge Kollegen, ich habe auch Kinder, die viel bewusster in Richtung Familie und Balance denken, als meine Generation und die davor das getan haben. Mhm. Kollegen, die Erziehungsurlaub nehmen, um ihre Kinder besser auch, ja, kennenzulernen und heranwachsen sehen zu lernen, die sehr wohl sehr viel Power in den Beruf legen, mhm, aber eben auch wissen, ich bin nichts ohne dieses Netzwerk um mich herum, ohne die Familie. Und da können wir eher noch was von denen lernen, als die von uns. Gedanken von Menschen aus der Vergangenheit betrachtet, dann habe ich auch wieder immer oft ein Glücksgefühl. Das ist doch genau, was ich denke. Zum Beispiel die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Mhm. Also mit diesem Spruch kann ich mich direkt identifizieren, weil, ja, wir müssen ein bisschen verrückt sein, sonst gehen wir zum Teil auch ein bisschen zugrunde an den Realitäten der Welt. Also wir müssen uns verrücken von den Realitäten. Mhm. Meine erste Idee zum Wort Glück ist allerdings was Inneres, wie bei der Isabel, mhm, das Einzelne mir selber. Mhm. Mich selber zu tragen, für mich da zu sein, egal was passiert. Mhm. Das ist so eine Art Rahmen oder eine Art Fundament,
auf dem dann auch wirklich alles passieren kann. And I would be a lonely person if I couldn't spend time with myself. Und das trifft durchaus auf mich zu. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, das Glück. Es kommt, manchmal scheint es einem zugeflogen, aber selbst wenn es einem zugeflogen kommt, dann heißt es nicht, dass es von alleine bei einem bleibt. Und man muss schon ein bisschen was wahrscheinlich selbst dafür tun, um dem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Die Menschen, die mir Mut machen, die sich bedanken, die mir ein Lächeln schenken, das ist schon ganz wichtig. Und vielleicht im Sinne von Hermann Hesse, auch ein bisschen abgewandelt, aber hat mal sinngemäß gesagt, Glück ist, lieben können, also auch wirklich zu lieben und geliebt zu werden. Und das ist für mich in der Arbeit, es ist natürlich nicht die Liebe, aber bei der Frage, wo schöpfe ich eben Kraft? Ich schöpfe Kraft, wenn ich selbst Liebe geben kann zu den mir Nächsten und ich auch merke, dass die mich lieben. Und das ist besonders toll und es gibt besonders viel Kraft, wenn ich vielleicht selbst denke, oh Mann, das hast du jetzt aber gerade mal nicht so gut hinbekommen, das hätte besser laufen können. Und dann aber trotzdem merken, geliebt zu werden, auch wenn ich vielleicht nicht so perfekt war, wie das oft mein Anspruch ist, das ist besonders schön und das gibt mir dann richtig Kraft. Ja, genieß einfach das jetzt, genieß einfach den Moment und den Tag und nicht irgendwie irgendwas in der Zukunft. Ja. Hab immer, fast jeden Morgen, den Spruch von Charlie Chaplin auf den Lippen, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Und ich glaube, wenn wir uns das alle ein bisschen beherzigen, dann gehen wir großen Zeiten entgegen, vor allen Dingen Glücklichen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die Dinge nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Friede, Freiheit, Wohlstand, sondern zu sagen, das ist schon mal ein Grund, wovon ich enorm profitiere. Und deshalb ändert sich meine Einstellung. Ich denke nicht mehr darüber, was mir noch fehlt, welches Smartphone, dass ich doch ein neues brauche. Ich habe ja schon wieder eins, was ein Jahr alt ist, dass ich ein anderes Auto brauche oder einen besseren Urlaub, sondern dass ich einfach dankbar dafür bin. Und selbst wenn ich ein Problem habe, weil ich sage, ich habe gesundheitliche Einschränkungen, dann lebe ich doch in einem Land, wo eine Höchstleistungsmedizin für alle Bürgerinnen und Bürger verfügbar ist. Auch das unterscheidet uns von vielen anderen. Und deshalb gibt es auch einen Grund, dankbar und zufrieden zu sein. Ich glaube, in diesem Sinne, diesen Anstoß zu liefern, dass jeder an sich selbst ein bisschen darüber nachdenkt, wie gut geht es mir eigentlich, und das dann sich bewusst machen, ist, glaube ich, ein ganz großer Wert dieses Tages.